Hallo Leute, hier ist wieder euer 19 Zorro mit Let's Play. Ach nee, ist kein Let's Play, stimmt ja. Es ist Let's Show Demo mäßig. Woohoo, ein sehr schönes Spiel, dieses Woohoo. Nein, Disney Mickey Epic, die Macht der Fantasie. Ist nicht blind diesmal. Aber ja, gut. Ein Spiel, wo man geteilter Meinung drüber sein kann, sagen wir es mal so. Ihr kennt sicher alle Disney Mickey Epic für die Wii und Disney Mickey Epic 2, die Macht der 2 für die Wii und für die Wii U. Ja. Und etwa gleich ist es auch hier mit Farbe und Verdünner. Es war ein wunderbarer Tag in der Cartoon-Welt, die Sonne schien und die Vögel zwitscherten. Mickey wollte gerade seinem Tagwerk nachgehen, was macht er eigentlich den ganzen Tag, als urplötzlich etwas Unerwartetes erschien. Geschah. Hey Mickey, funktioniert dieses Ding? Nein, Oswald, nein. Oswald? Ach so, Oswald? Wow, ich freue mich, dich zu sehen. Interessant, dass ich mit meiner Stimme sowas zustande kriege. Mickey, du wirst nach Mistlin zurückkehren. Ein schwimmendes Schloss ist soeben aus dem Nichts herausgetaucht und ich habe Toons gesehen. Das klingt schrecklich, Oswald. Keine Sorge, ich bin schon unterwegs. Ja, gerade konnte ich leider nicht zu Ende lesen, was er gesagt hat. Mickey eilte davon, um Minnie Maus und die anderen Toons zu retten. Aber nichts war so, wie es schien. Oh nein, das ist schlimm. Einen Moment später. Ja, Nö. Um alles in der Welt ist er hin. Und so begab sich unsere tapfere Maus schnell nach Wasteland und legte unterwegs eine kurze, aber sehr wichtige Pause ein. Mickey reiste zur Werkstatt des großen Zauberers Yen Sid, dessen Name rückwärts gelesen Sydney ergibt. Also so umgekehrt so. Und anders noch. Aber egal. Dort holte er den magischen Pilzer ab, der seinem Meister die wundersame Macht und so weiter. Ach ja, nicht Sydney, sondern Disney, so rum meinte ich das. Mickey begab sich nach Wasteland, in die Welt, in der einst geliebten Dinge sind, die jetzt keiner mehr mag. Nach Mickeys Ankunft am Tor des geheimnisvollen Schlosses wurde er von Oswald begrüßt, dem lustigen Hasen. Hallo, schön dich wiederzusehen, Freund. Freut mich auch, Oswald. Das ist also das wundersame Schloss. Gefällt mir gar nicht. Mir auch nicht. Die Toons hier nennen es das Schloss der Illusion oder so ähnlich. In den Fenstern befinden sich auch seltsame Dinge. Ich weiß nicht, ob darin alles echt ist oder nicht. Das Schloss der Illusion? Ich kenne diesen Ort. Ich war schon mal da. Ach ja, das gibt's wirklich. Das empfehle ich mal Mickey Epic Castle of Illusion von WeHawk LP. Aber es sieht jetzt ganz anders aus. Komm, wir gehen hinein. Das hat er nämlich mal Let's Play. Das war für Nintendo, für Super Nintendo oder so. Oder sogar Master System, weiß nicht. So in dem Bereich. Nein, das Tor geht nicht auf. Wir sind eingesperrt. Okay, ich sehe mich mal um, ob ich was Nützliches finde. Wir treffen uns später, Mickey. Bla bla bla. Klingt gut, Oswald. Aber vergiss nicht, sei vorsichtig. Mann, lass mich mal erzählen. WeHawk LP, Mickey Mouse, Castle of Illusion, sehr empfehlenswert anzusehen. Oder, naja, gut, nicht so empfehlenswert wie jetzt seine neueren Let's Plays, aber schon in Ordnung. Mickey begann, das Schloss der Illusion vorsichtig zu erkunden, um Minnie zu finden. Obwohl seine geliebte Minnie spurlos verschwunden war, oder das war zu wenig, um zu grinnen. Jiminy, Grille, ich hätte nie gedacht, dass ich dich hier treffe. Was ist los? Hast du Minnie gesehen? Nein, wahrscheinlich nicht. Ich wollte dich auch sehr sehen, Mickey. Ich habe überall nachgesehen, aber ich finde hier nicht heraus. Das ist aber schade. Ich habe Minnie nicht gesehen, das hast du gerade schon gesagt, aber egal. Aber ein paar Sachen über das Schloss herausgefunden. Es wird von einer bösen Hexe namens Mirabel geleitet und sie führt nichts Gutes im Schilde, weil sie böse ist. Die Illusionen, mit denen sie sich und das Schloss verwandelt, sind gefährlich wie Realität. Also Vorsicht, es gibt hier auch einen sicheren Ort, der sich die Festung nennt. Man muss ja ziemlich schnell lesen, bis man alles durch hat.
Da die Menschen scheinen sie und das Schloss vergessen zu haben, also sind sie hier in Westend gelandet und Miss Rabel möchte nicht vergessen werden, daher hat sie einen bösen Tattel angeschrien, um wieder zurück in die Cartoon-Welt zu gelangen. Deshalb hat sie auch Toons entführt. Wir müssen sie retten. Ach, Toons wurden entführt. Ja gut, das konnte ich vorher nicht lesen. Die ganzen Story habe ich mir nämlich hier noch nicht wirklich durchgelesen bisher. Nur die Bilder angeguckt gehabt. Jiminy hüpfte geschwind in Mickeys Tasche und die beiden machten sich auf ins Innere des Schlosses der Illusion, um Minnie und die anderen zu finden. Puh, der Vorspann ist ein wenig zu lange, aber naja, ist schon in Ordnung. Und jetzt ist der große Schock für die meisten wahrscheinlich. All das ist wirklich nur so ein pixelmäßiges 2D-Dingens. Oh, da sehen wir doch Minnie. Oh nein, die böse Hexe hat sie gefallen. Mickey, Hilfe! Alter, durch, Minnie, ich werde dich retten. Boah, derbe. Die kennt man aus Schneewittchen. Und aus König der Löwen. Und aus 101 Adamantina. Und aus was weiß ich. Sie verkörpert anscheinend alles Böse, was jemals in Disney vorkam. Das ist die da. Endlich bist du hier, Mickey. Ach nein, die hat eine komische Stimme. Wag es nur, deine Geliebte zu retten, wenn du dich traust. Lauf in meine Falle, tritt ein und verzweifle in meinem Schloss der Illusion. Je länger die Essenz jedes Tuns hier im Schloss verweilt, desto realer wird es. Bald werden alle Tuns in meinem Schloss für immer gefangen sein und mit ihrer Herzkraft kann ich endlich in die Cartoon-Welt zurückkehren und so. Oh nein! Jiminy, Grille, Dingens da, Mini-Ding, was nur ein kleiner Pixel auf dem Bild ist. Hier ist es wirklich unheimlich. Bist du sicher, dass wir Mini finden? Mach dir keine Sorgen, Mickey. Oswald hat dich hergebracht, weil er wusste, dass diese Illusionen in deinem Pinsel nichts anhaben können. Die böse alte Miss Rabel mag vielleicht das Schloss kontrollieren, aber gemeinsam werden wir Mini im Halbrand befreien. Genau. Ich rede so schnell, deswegen ist es schwierig, dass alles ausrechtzeitig du hast recht, Jiminy, auf geht's. Ach nein, andere Stimme. Du hast recht, Jiminy, auf geht's. Ja, nochmal. Es ist so viel Text, das nervt. Wir sind hier leider nur in dieser 2D-Grafik, was mich anfangs sehr geärgert hat. Es ist zwar sehr schön für Leute, die... ja gut, 3D ist das Ganze zwar auch allerdings nicht so gut jetzt. Es ist zwar... Boah, wenigstens kann man hier mal kurz auf Pause drücken. So. Oh, dann wird's noch lauter. Es ist zwar ganz gut für Leute, die Retro mögen. Ich mag ja an sich auch Retro, aber ich finde, es ist eigentlich... Es ist halt ein neueres Spiel und man kann auf dem 3DS definitiv mehr Spaß haben, als jetzt nur mit so einem 2D-Jump'n'Run-mäßiges. Vor allem, weil die anderen Mickey Epic-Teile auch einfach 3D waren und so. Und da hätte man hier auch sowas erwarten können. Das ist jetzt leider nicht dabei rausgekommen. Aber gut. Wollen wir erstmal noch ein bisschen hier was machen. Wie gesagt, an sich ist gut, aber vielleicht wird es dann dem Preis auch nicht ganz gerecht oder so. Naja, gut. Wir sind hier im Schloss der Illusion, was man kennt aus, wie gesagt, aus dem Let's Play von Rüdiger. Weehawk LP. Berühre ein Objekt auf dem unteren Bildschirm und dann kannst du es cool zeichnen. Das ist doch schön. Cool, jetzt darf ich unten ein Objekt zeichnen. Ich zeichne es perfekt natürlich. Ich habe es ganz gut gezeichnet, glaube ich. Es reicht übrigens nicht ganz einfach normal auf die Leute drauf zu springen, sondern man muss so blöd doppelt drauf springen. Weil sonst stirbt man. Quasi. Also man muss, während man auf ihn landet, quasi nochmal drauf springen. Genau, sonst passiert das. Wenn man es perfekt macht. Oder das Biest aus Die Schöne und das Biest. Müsste man ja auch kennen, oder? Wer bist du? Was tust du hier? Nun, ich bin Mickey Maus. Ich bin hier, um zu helfen, Eure Majestät. Ach, du bist das. Es ist gar nicht aus wie ein böser Zauberer. So eine kleine Maus, weißt du, was... so kleine Maus, weißt du, was das für ein Ort ist? Dieser Ort nennt sich Schloss der Illusion.
und der ganze Ort wurde von der bösen Hexe namens Mizrabel verflucht. Sie ist diejenige, die sie gefangen hat. Mein Freund Jiminy und ich versuchen alle zu befreien, die sie gefangen genommen hat. Diese Stimmlage tut meiner Stimme nicht gut, glaube ich, Freunde. Oh je. Es ist mir eine Freude, euch kennenzulernen. Ich heiße Grille. Jiminy Grille. Ich weiß, dass diese Illusionen verwirrend sein können, aber den Weg gibt es einen sicheren raus aus der Festung. Satzbau voll gut. Gut, ich erhöhle aus der Festung. Ich muss zurück zu meinem Schloss. Bell braucht mich. Auf Wiedersehen, Maus. Bis bald. Oh je. Wir sind jetzt schon bei 10 Minuten. Das werde ich definitiv in 3 oder 2 Parts mindestens 2, ich glaube auch 3 aufspalten. Du hast das Biest gerettet. Hey je, er war nicht halb so unheimlich wie er aussah, Jiminy. Daran sieht man, dass man sich vom ersten Eindruck nicht täuschen lassen darf. Freut mich. Ja, nee, das ist jetzt blöd hier. Weil da die Decke so spitz ist. Gib her, Penner. Ja, nee, wie habe ich das jetzt gemacht? Trotz der Spitze an der Decke? Ja, eben. Verstehe ich nicht. Naja. Hier können wir verdünnen. Wie jetzt? Hey, Mickey, wie es aussieht, mag Mizrabel keine ungeladenen Gäste, hu? Ich weiß auch nicht, warum ich die ganze Zeit verspreche. Mal sehen, was du mit deinem Pinsel ausrichten kannst. Ja, ja, die Kletterranke. Ich klick doch schon drauf. Für die, die es nicht sehen können, jetzt kann ich hier voll toll verdünnen. Ja, ich weiß, hier kann es eigentlich gerade keiner sehen. Perfekt. Sehr schön. Yay, mehr Herzen. Nein, da oben sind goldene E-Tickets. Naja, egal. E-Tickets, so viele E-Tickets oder wie ging das Ganze? Naja. Hauptsache, ich kann Farben und Verdünner wechseln. Das ist das Wichtigste hier. Da haben wir eine Donald Duck Rüstung irgendwie. Und was ist das? Ist das ein Klecks oder so? So hießen die, ne? Was machen die denn hier? Die waren doch Phantom, genau, ein Phantomling oder so. Ne, genau, das ist jetzt ein Klecks, aber er ist ein Phantomling. Guck mal, da haben wir einen Wump, gar nicht von Mario übernommen. Und er hat das Gesicht von Katakalo. Und ich konnte gerade unten was anklicken. Jetzt habe ich da so einen tollen Gegenstand, den ich jetzt malen werde. Yay. Okay, das war schlecht. Ja, an sich ganz gut gezeichnet. In Ordnung. Nein, ich will unten die Sachen haben. Na, egal. Okay, was haben wir hier? Ich hab's versucht, deinen Pinsel für einen Fernangriff zu benutzen. Das ist schön. Ich kann mit dem A-Knopf Sachen feuern. Okay, das ist schön. Dann hier. Oh, ich habe noch einen übrig hier. Ja, nee. Gut. Wer ist da oben? Das ist Rapunzel, oder? Ich will da hoch. Ja, nee, komm. Ich will da jetzt weg. Ach, da kann ich was malen. Okay. Dann male ich das. Rapunzel ist natürlich ganz wichtig. Sehr schön. Ein Malobjekt wieder.
Hallo Rapunzel. Wie gesagt, ist ja ein Chamäleon auf dem... Na egal. Das sieht man ja nur unten. Sie hat da irgendwie ein Chamäleon auf der Schulter sitzen, aber... Pff, ach, egal. Das ist schon viel besser. Danke. Tut mir leid, ich weiß nicht, wie ihr heißt. Nun, ich bin Mickey Mouse und das hier ist Jiminy Galle. Es freut mich sehr, euch zu treffen. Mein Name ist Rapunzel. Wir freuen uns, dass es dir gut geht, Rapunzel, aber du solltest dich beeilen. Hier treibt sich eine Hexe namens Misravel herum. Sie hat dich hier eingesperrt. Wenn du dich zur Festung am Ende dieses Ganges begibst, müsstest du in Sicherheit sein. Oh Junge! Oh mein Gott, diese Stimme ist furchtbar langsam. Eine Hexe? Oh, ich habe schon von Hexen gelesen. Ein sicherer Ort klingt nach einer guten Idee. Ich mache mich gleich dorthin auf. Danke nochmal für die Rettung. Wir sehen uns bei dieser Festung. Ja, bitte. Ne? Du hast Rapunzel gerettet. Sehr schön. Da freuen wir uns doch alle. Wirklich von ganzem Herzen. Ich habe das Gefühl, ich muss das da unter mir verdünnen. Ja, muss ich. Mickey Mouse Ohr verdünnt. Das alles verdünnt. Perfekt. Nein. Oh, Mist. Was haben wir hier? Ich krieg langsam das Gefühl, dass Misravel uns nicht mag. Das hast du, glaube ich, schon mal gesagt. Aber du hast gerade mal einen Satz gesagt, ohne dich zu versprechen. Sehr schön, Jiminy. Aber das hier kommt nicht gegen einen Wirbelangriff an, Mickey. Ich muss nur darauf achten, dass ich mich gut festhalte. Ja, freu dich, ein Keks für deinen tollen... Spruch. Okay. Weißt du, das hier ist der perfekte Moment für ein paar für Skizzenspaß. Okay, ich würde sagen, Skizzenspaß machen wir im zweiten Part von diesem Let's Show. Bis dann, euer Lorenzo Zorro. Ciao. Weil ich will ja das in mehrere Parts aufsplitten. Ist mir gerade noch ein bisschen zu eintönig. Das geht noch. Da kommt noch mehr, das weiß ich.